Und das, dieser einfache Zusammenhang, den kriegen wir nicht hin. Ne? Aber selbst die, sagen wir mal, an sich ja doch absolut nüchternen Kapitalmärkte, wenn man da mal ein bisschen drauf schaut, stellen ja fest oder preisen jetzt diese ganzen Zinssenkungen, die man noch zu Jahresbeginn erhofft hatte, auch in Europa peu à peu schon wieder aus. Also am Jahresanfang gingen noch alle von irgendwie 150 Basispunkten aus, jetzt sind wir schon runter auf 0,9 oder so. Also selbst die Kapitalmärkte glauben ja diese mehr hier in Europa. Ja, gut, die sind, wenn ich wir reden über Wahrscheinlichkeiten und da würde ich dann auch sagen, es gibt so viele, oh, jetzt will ich nicht beleidigend werden, aber sagen wir mal einseitig argumentierende Notenbanker in Europa, dass ich auch den Glauben verloren habe. Und wie gesagt, Frau Lagarde kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Sie kommt ihrer Aufgabe überhaupt nicht nach. Ein Kommunikationsumfeld zu schaffen, wo sie erklärt, was passiert und warum es passiert und wo sie auch versucht, Leute zu überzeugen und Leute mitzunehmen. Das kann sie nicht. Sie ist ihrer Ausbildung geschuldet, aber sie ist eben an der falschen Stelle. Und da müsste irgendjemand hineinspringen, aber die Person gibt es nicht, die das tun könnte. Und deswegen sind wir extrem, extrem einseitig. Und es werden ja in Europa sogar Gefahren, wenn jetzt die öffentlichen Defizite ein bisschen hochgehen, dann gibt es Gefahren, sowas. Das interessiert die Märkte alles überhaupt nicht. Die Märkte wissen alles, das ist vollkommen unproblematisch. Der amerikanische langfristige Zins ist auch völlig unproblematisch. So, also wenn ich Markt wäre, würde ich auch nach Wahrscheinlichkeit sagen, ja, die Holzköpfe werden sich noch eine Weile durchsetzen. Und deswegen muss ich von meiner Erwartung, dass die Zinsen sehr schnell sinken, runter. Wobei es im EZB-Rat ja durchaus Leute gäbe, die wirtschaftliche und vor allem volkswirtschaftliche Kompetenz hätten, ne? Selbst so ist ja Sollte man nicht. meinen, aber es sind leider ein bisschen wenige. Mir fällt da im Moment nur der Herr Panetta ein, aber der geht bald auch raus, weil er Nationalbankpräsident wird. Also das ist, ja, müsste man im Einzelnen diskutieren, will ich jetzt aber nicht. Aber das ist leider sehr traurig. Würden Sie sagen, dass das Sie ein Paul besser macht? Naja, das Umfeld ist jedenfalls besser. Der hat schon mal eine Finanzministerin, die wirklich was weiß, die ja seine Vorgängerin ist. Die wird ihn schon immer wieder an den Ohren ziehen, nehme ich mal an. Bildlich gesprochen. Aber Janet Yellen ist wirklich gut. Die ist wirklich super toll. Die hat das auch in der Fed toll gemacht und die macht das jetzt als Finanzministerin toll. Völlig cool, ne? Zieht diese Politik völlig cool durch. Und ja, da ist das ganze Umfeld ist anders, es wird anders diskutiert, man hat weniger diese schwäbischen Hausfrau-Vorurteile in den USA. Die Leute wissen, dass man die öffentlichen Defizite braucht und Trump wird es genauso machen. Auch für Trump ist es kein Thema, weil er genau weiß, er muss es genauso machen. Man könnte. Ja, und Trump hat auch schon diesen Unsinn von, der Staat könne sich nicht immer weiter verschulden, man müsse die Verschuldung begrenzen. Ich meine, das ist ja was, das in den USA versucht wird. Man macht da diese absolute Schuldengrenze, die dann alle paar Monate oder alle paar Jahre, je nachdem, wie gut sich Republikaner und Demokraten einigen können, immer wieder nach oben verschoben. Also da hat Trump ja eindeutig gesagt, we print the money. Also wir drucken das Geld. Der US-Staat kann beliebig viel Geld drucken, wann immer er es braucht. Und so ist es nun mal. Immer wenn die US-Regierung die Schulden erhöhen will, steht die Fed bereit, die zusätzliche Dollar drucken kann und Anleihen kaufen kann. Also die USA können niemals pleite gehen, da der Dollar halt die US-Währung ist. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den Euro und die EZB. Die EZB können niemals die Euros ausgehen. Das heißt, diese Sorge, die Schuldenstände werden irgendwann zu hoch, wir können das nicht mehr finanzieren, völliger Unsinn. Also wenn die EZB will, dass Schuldenstände finanzierbar sind, dann sind diese Schuldenstände finanzierbar. Völlig egal, wie hoch sie sind. Ich könnte natürlich auch sagen, klar, wir machen auf der einen Seite Leistungsbilanzüberschüsse und wälzen damit die Probleme auf unsere quasi Handelspartner ab. Andererseits würde ein Trump eben mit seiner etwas protektionistischen Grundhaltung dann halt einfach massiv Zölle einführen. Würde er wahrscheinlich so oder so, ob wir Das sind ja sowieso. Leistungsbilanzüberschüsse haben oder nicht. Es Ja, ist davon das gehe ich Gleiche aus. in Im Grün. Chat haben wir gerade eine Frage. Warum sollte ich Anleihen mit 0% kaufen, wenn mir ein anderer Staat 1% gibt? Ja, wenn die EZB die Zinsen 1% festlegt und sagt, wir garantieren durch Anleihekaufprogramme Konvergenz bei allen Zinsen, dann gibt es keinen Staat, der dir 1% gibt. Dann kriegst du überall 0%. Dann hast du keine Wahl. Also so funktioniert Geldpolitik. Bei den USA, da hast du ja sowieso nur die Wahl zwischen US, also wenn du Dollar Anleihen kaufst.
Dann kannst du ja sowieso nur US-Staatsanleihen kaufen. Also dann die risikolosen Dollaranleihen, die da haben kannst, und kannst sowieso nur die kaufen. Ich meine, in der Eurozone, wie gesagt, da müsste die EZB, das hatte ich auf meinem Kanal auch schon häufiger behandelt, für Zinskonvergenz sorgen. Sie müsste dafür sorgen, dass die Anleihen aller Eurozonenstaaten gleich rentieren, aber in einem Staat mit eigener Währung, da ist das noch viel einfacher. Da gibt es ja nur die eine Staatsanleihe und da hast du keine Wahl. Ja, du kannst Schweizer Anleihen kaufen, aber dann hast du ein Währungsrisiko drin. Dann hast du ein Wechselkursrisiko drin. Der Franken kann auf- oder abwerten. Das ist ja eine völlig andere Währung. Also da nützen dir höhere Zinsen nichts, wenn der Franken im Gegensatz dazu abwertet. Man kann es ihm kaum verübeln. Das amerikanische Defizit ist seit Jahrzehnten, ne? Die Amerikaner. Griechische Staatsanleihen, weil es gerade einer im Chat schreibt, haben tatsächlich mit unter 1% rentiert, sogar langlaufende griechische Anleihen. Und zwar mitten während der Corona-Krise, als die EZB riesige Staatsanleihekaufprogramme aufgelegt hatte, wo sie auch griechische Anleihen explizit mit einbezogen hat. Also wenn die EZB sagt, die Zinsen sollen so niedrig sein, dann sind die Zinsen so niedrig. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine Frage irgendeines freien Marktes. Sowas ist bei Staatsanleihen sowieso eine ziemliche Illusion. Das ist Folge politischer Entscheidungen. Also wie hoch die Zinsen auf Staatsanleihen sind, das ist nichts, was irgendwie am freien Markt gebildet wird. Eine völlig falsche Vorstellung. Und das ist auch völlig egal, was irgendwelche privaten Akteure sagen, dass sie das machen würden. Letztlich müssen sich die privaten Akteure nach der Zentralbank richten. Niemand kann gegen eine Institution anwenden, die unendlich viele Euro drucken kann. Das geht nicht. Also nie, kein Investor würde gegen die EZB wetten, er würde Selbstmord begehen. Genau das Gleiche gilt für die Bank of Japan, wenn es um den Yen geht, oder die Fed, wenn es um den Dollar geht, oder die Schweizer Nationalbank, wenn es um den Franken geht. Haben ja gewaltige Defizite in der Leistungsbilanz seit Jahrzehnten. Die amerikanische Defizit ist der Hauptgegenposten gegen alle Überschüsse dieser Welt. Und das kann man ihnen nicht verübeln. Sie haben damals die Chinesen massiv unter Druck gesetzt, dass die ihre Überschüsse reduziert haben. Haben sie dann auch getan, erfolgreich. Der chinesische Überschuss ist weit geringer als der deutsche, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und der größte, des größten Landes, des wichtigsten Landes, ich meine, es gibt noch größere, es gibt noch ein paar Irre in Nordeuropa, die noch viel höhere haben, Dänemark und Niederlande und Norwegen sowieso, aber das ist wieder Ölfritzen. Und aber unter den großen Ländern ist Deutschland herausragend mit seinem Überschuss, ne? Und das wird Trump nicht so hinnehmen, da bin ich fest und überzeugt. Er hat das letzte Mal schon, er hatte einen wirtschaftspolitischen Berater, wie hieß er, Navarra, glaube ich, Peter Navarra oder so, für den war das ganz entscheidend zu sagen, die deutschen Überschüsse müssen weg und das kann durchaus wiederkommen, ja. Dann hätten wir natürlich ein doppeltes Problem, wenn wir vorher nicht irgendwie mal was verändern in unserer Wirtschaftspolitik. Ja, dann wird es richtig brutal. Dann wird es richtig brutal, weil dann ist wie gesagt, die USA sind jetzt wieder der größte Handelspartner. Wenn die die Schotten dicht machen und sagen, so geht's nicht, ihr Deutschen, dann muss sich in Deutschland was ändern. Und dann können wir unsere Verfassung in den Orkus werfen oder was auch immer. Aber jedenfalls, es geht dann. Ja, die Wetten gegen das britische Pfund, die so erfolgreich war, die berühmte, die war nur möglich, weil die Bundesbank nicht bereit war, den Pfundkurs zu stabilisieren. Die Bundesbank hätte D-Mark drucken müssen und den Pfundkurs stabilisieren müssen, wenn sie ein Interesse daran gehabt hätte oder wenn sie den Willen dazu gehabt hätte, das zu tun. Und dann hätten die Hedgefonds damals mit ihrer Wette auch daneben gelegen. Aber da die Bundesbank dazu nicht bereit war, haben die Hedgefonds schließlich Erfolg gehabt. Die britische Notenbank kann beliebig viele Pfund drucken, aber sie kann keine D-Mark drucken. Und das ist ihr damals zum Verhängnis geworden. Also du kannst deine eigene Währung beliebig abwerten, du kannst beliebig viel von deiner eigenen Währung drucken und dann andere Währungen kaufen. Also die Schweizer Notenbank hat ein Lied davon singen, er kann ein Lied davon singen, die hat ihre Bilanzsumme stärker in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ausgeweitet als alle anderen westlichen Notenbanken. Einfach weil sie immer mehr Franken gedruckt hat, um den Wechselkurs des Frankens künstlich nach unten zu manipulieren, um den Franken künstlich schwach zu halten. Also das kannst du in fast beliebiger Art und Weise tun, solange wie andere Länder das tolerieren. Also der Schweiz lassen komischerweise alle anderen Länder dieses Verhalten durchgehen. Ich vermute, dass wenn größere Währungsräume sowas machen würden, dass das dann Gegenreaktionen zur Folge haben wird. Also mich wundert es eigentlich schon, dass die Schweiz dafür keine Gegenreaktion zu spüren bekommt.
Ich meine, der hat Leistungsbilanzüberschüsse im Wert von rund 10% des Bruttoinlandsproduktes, hauptsächlich verdient durch Währungsmanipulation. Also, dass sich da keine anderen Länder gegen wehren, das ist schon beachtenswert.